Und hallo YouTube, willkommen auf meinem Kanal. Vielen Dank, dass ihr auf mein Let's Replay von Transformers War for Cybertron kurz reinschaut. Wie beim letzten Mal versprochen, es geht sofort mit Kapitel 3 weiter. Und ihr seht schon, Moodle will euch kein Hallo sagen. Smogs. Meint der Snobs? Okay, ich halte mich nicht lange auf. Ihr wollt Kapitel 3 sehen und damit auch den dritten Teil der Decepticon-Kampagne. Viel Spaß! Megatron Breakdown Soundwave. Soundwave ist ziemlich cool. Wow. Scheiß Fahrzeugmodus. Ich hätte immer Bock auf Breakdown. Und meine kleine Bock-Hypo-Nudel, alles klar bei dir. In seiner unersättlichen Machtgier will Megatron den Kern von Cybertron selbst mit dem dunklen Energon verderben. Dafür muss er jedoch den Omega-Schlüssel finden, um das Tor zum Kern öffnen zu können. Megatron startet einen direkten Angriff auf Iacon, die Hauptstadt der Autobots, wo der Schlüssel von Zeta Prime beschützt wird, dem Anführer der Autobots. Ja, sitz hier rum, warte auf mein Essen, bin am Zocken. Starscream, halte den Kurs und kämpfe gegen Zeta Primes Armeen an der Front. Habt keine Angst, Lord Megatron. Unter meiner Führung ist der Sieg der Decepticons garantiert. Enttäuscht mich nicht. Warum kämpfen wir nicht in der Hauptschlacht, Megatron? Während Starscream Zeta Primes Armeen direkt angreift, begeben wir uns hinter die feindlichen Linien und holen uns den Omega-Schlüssel. Den Omega was? Der Omega-Schlüssel gewährt Zugang zum Kern von Cybertron. Sobald ich Zugang zum Kern habe, werde ich das dunkle Energon einspeisen und den ganzen Energievorrat des Planeten nach meinen Wünschen nutzen. Die Autobots greifen an! Hey, sollte sich Starscream nicht um diese Typen kümmern? Selbst die Autobots sind nicht so dumm und lassen die Sternengalerie unbewacht. Zerstört sie! Ja, dann zerstören wir mal. Hey! Also das war mal ein hässlicher Autobahn. Ja. So, ein bisschen einsammeln, hier mal ein bisschen kaputt machen. Wie? Megatron wäre? Ja, ja. Hey, Kiste, Kiste! MP-Flinte. Oh, die sind cool. MP-Flinten sind echt wahnsinnig cool. Sensoren orten nahe Autobot-Energiesignaturen. Wo? Ich sehe nicht. Die Autobots sind hier. Zweifellos verstecken sie sich in den Schatten. Schon wieder getarnt, Autobots? Sie haben uns umzingelt. Feuer erwidern. Zerstört sie alle. Hätte ich doch mal Starscream genommen. Ja, wo bist du, Spinner? Abgeschlossen.
Gefunden. Wer hat das hier liegen lassen? Nun kaputt. Ausgezeichnet, Starscream. Setz deinen Angriff fort, damit ich den Omega-Schlüssel erlangen kann. Mit diesem Starscream stimmt etwas nicht, Megatron. Ich traue ihm nicht. Ich traue Starscream nicht weiter, als mein Blaster schießen kann. Aber mir gefällt seine Art. Vorsicht, Sniper am Eingang. Vorwärts und flankiert sie! Nichts soll sich mir in den Weg stellen! Ah, jetzt wird die Starscream gebrochen. Ups! Haben wir ins Gesicht geschossen? Was? Wasser beschädigt mich? Stopp doch endlich! Die Rakete, ja. Jetzt bin ich hier. Gehst du jetzt auf? Das Tor zur Sternengalerie ist verschlossen. Das habe ich erwartet. Ah, geil, Zahnfleisch für mich ein. Die Einspeisung von dunklem Energon und diese Türen werden sich meinem Willen beugen. Hui! Initiiere Verteidigungsnetz. Megatron, diese Batterien versorgen das Verteidigungsnetz. Schnell! Speist diese Batterien mit dunklem Energon. Was haben wir denn da? Mensch, Soundwave, du doch mal was für dein Geld. Ist der Omega-Schlüssel gleich hinter dieser Tür? Ausgezeichnet.
Dieses Unterfangen war leichter, als ich gedacht. Na, wenigstens kann er mich ein. Im Ernst? Ich fand hier gar nichts leicht. Die Autobots nutzen diese Räume zur Kontemplation. Kontemplation? Was bedeutet das schon wieder? Das bedeutet, dass die Autobots Däumchen drehen und ihre eigene Unfähigkeit bejammern. Ach, was für eine Verschwendung von Zeit und Ressourcen. Decepticons, findet den Omega-Schlüssel! Oh, 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 Thermoraketenwerfer. Coole Sache. Und brauchen wir den jetzt? Ja, scheinbar, sonst würden sie den mir nicht anbieten. Man braucht immer nur das richtige Werkzeug. Können wir hier sonst noch? Seht, Decepticons, der Omega-Schlüssel! Hm. Und jetzt ein Minispiel? Nein. Gute Chance, Satan. Wow. Oh, alle. Das nenne ich einen leeren Behälter. Megatron, ich warne dich. Du spielst mit Kräften, die du weder verstehen noch kontrollieren kannst. Ah, Zeta Prime. Wie ich sehe, hast du immer noch Angst, persönlich zu erscheinen. Ha, vorhersehbar wie eh und je. Selbst deine leeren Worte. Der Omega-Schlüssel steht jetzt unter meinem Schutz, Megatron. Das spielt keine große Rolle. Ich freue mich darauf, ihn aus deinen Trümmern zu bergen. Aber hier sieht Autobot abschießen so gut aus. Ah, wo sind sie denn alle? Das ist ein Soundwave wieder. Boah, das war knapp. Ja, mal den ganzen Kram hier aufnehmen. Hab dich. Oh, scheiße, ich habe auch nur eine Fahrzeugwaffe. Soundwave. Orte Zeta Prime Übertragungssignal. Führerscan durch. Fertig.
Sein Ursprung liegt 12,7 Zyklen voraus. Ist kein Zeichen der schwachen strukturellen Integrität um diese Wartungstür. Du hast es gehört! Auf die Wand feuern! Pass auf! Megatron, die Subsysteme der Stadt führen direkt zur Signalquelle. Wo geht's denn hier hin? Irgendwelche Autobahn-Döns? Hey! Da waren noch Energiepacks. Oh, und hier gibt's eine neue Waffe. Was hätten wir denn da? Energon-Kampfpistole. Aber wir nehmen den Millionenverdränger auch noch mit. Warum? Weil er so toll ist. Hier runter. Hui! Ein falscher Schritt und es bleibt nur Altmetall übrig. Ich will mich ja nicht einmischen, aber warum gehen wir nicht zum Transportschiff zurück und fliegen? Dies ist der kürzeste Weg. Breakdown. Nette Tür. Wow. Den Tunnel Decepticons. Versucht, nicht von den Zügen zermalmt zu werden. Ein Scherz, oder? Ja, Breakdown. Ich bin bekannt für meinen Humor. Und jetzt Bewegung, bevor ich dich eigenhändig zerlege. Ach, komm schon. Wie wirklich? Habst du das Gefühl, ich sollte fahren? Ah, die Waffe ist so toll. Was verlangen die? Die geben mir eine schwere Waffe, die würde ich behalten. Okay, ich habe das Gefühl, das kann ich an der Stelle jetzt vergessen. Mm.
Das ist sinnlos, Megatron. Die Tür ist verriegelt. Dann die einfache Lösung. Sperre aufbrechen. Okay, das geht dann bestimmt von der anderen Seite. Worauf wartet ihr? Okay, eine Klammer. Deshalb habe ich die Waffe behalten. Einfach von Ben. Energie, haben wir noch ein bisschen Munition irgendwo? Ah, Mist. Soundwave? Bewegung, Decepticons! Schnell! Hey, Soundwave, ein kleines Rennen? Negativ. Von dort aus können wir die unteren Ebenen von Iacon infiltrieren. Was? Das war's? Das hat Spaß gemacht. Auf eine selbstmörderische, hochtourige Art und Weise. Megatron, Omega-Schlüssel geortet. Wir sollten weiter durch die Versorgungsstation. Ausgezeichnet. Der Omega-Schlüssel wartet. Schau mal, eine EMP-Flinte? Ach, nö. Okay.
Vielleicht sollte man nicht direkt ins Kreuzfeuer laufen. Ah, nur vielleicht. Ups. Das ist ein Soundwave, wenn man ihn mal braucht. Na geil. Ach, danke schön. Meine Güte. Das gehört mir. Entdeckung! Ganz ruhig, Feigling. Ich habe diesen Bereich für dunkle Energon-Bomber markiert. Seid ihr wahnsinnig? Ich meine, ja, brillant, Megatron. Jo, mir geht langsam die Munition aus. Stabil genug, um unser Gewicht tragen zu können. Na, was haben wir da hinten noch? Na, da wollen sie nicht, dass wir da hingehen? Hier geht's nicht weiter. Yeah! Stirb! Oh, eine Plasmakanone. Halte ich nur gar nichts von.
Maschinen, wenn ihr in Einzelteile zerlegt werden wollt. Sehr nett. Aber so ist halt Megatron. Ja, dann wohl hier interagieren. Sesam, öffne dich. So. Aber Brawl wäre ja nicht Brawl. Aber warum? Starscream! Es dauert doch länger als erwartet. Wir wurden außerhalb von Zeta Primes Kammern festgenagelt. Brauchen Luftunterstützung. Ausgezeichnet. Brawl ist bereits in der Nähe des Omega-Schlüssels. Vorsicht, die Sentikons! Die Bauten, die Sentikons! Da unten, die sind Brawl zahlenmäßig überlegen. Ja, irgendwie habe ich gerade Déjà-vu. Na gut, hier kann ich überspringen. Scheiß Schilde hier. Danke, Soundwave. Das hatte ich jetzt gerade echt bitter nötig. Schießt uns.
Brawl haben wir. Der Bereich ist jetzt gesichert. Dann sprechen wir jetzt mit Brawl. Ich will hören, wie mein Krieg verläuft. Erwarte Befehle, Megatron. Oh, ein bisschen hier durchforsten. Immer gut, wenn man sowas herum... Lord Megatron! Bericht, Brawl. Die Autobots haben sich verschanzt. Und unser toller Luftkommandant unterstützt uns nicht. Genug der Ausreden. Wo ist Zeta Prime? Er ist gleich hinter diesen Türen, Lord Megatron. Seht die Macht des dunklen Energons! Unmöglich! Es braucht mehr als ein bisschen dunkles Energon, um die Panzerung unserer Kammern zu durchbrechen. Ergib dich jetzt, Megatron, und ich verschone dich. Du wagst mir zu drohen? Mir? Also gut, Megatron. Halte an deinen vergeblichen Mühen fest. Na toll, okay. Jetzt geht's los. Brawl, ruf die Dunkel-Energon-Bomber. Aber Megatron, die Luftabwehr ist zu stark. Tu, was ich dir befohlen habe, Brawl. Ja, Megatron, Bomber, zielt auf diese Koordinaten. Alle anderen, die Straße räumen. Da, es ist Megatron. Verdammt, Zeit. Warum kommt er so spät? Sei still. Bomber im Anflug. Na, kommen sie durch. Also das ging voll daneben. Schweig! Unsere Bomber sind offensichtlich unfähig. Wenn ich einen Vorschlag machen darf. Ohne die Luftabwehrgeschütze wäre der Weg für einen Luftschlag frei. Ausgezeichneter Vorschlag, Brawl. Führ ihn aus. Decepticons, nehmt diese Geschütze! Du bist erledigt! Der Mann, mir anzulegen! An die Waffen! Ich habe mein Ziel soeben erledigt. Können. Also, das war mal ein hässlicher Autobot. Nehmt das! Und noch ein Autobot weniger. Und da ist schon wieder einer. Die werden uns auseinandernehmen! Niemand kehrt um! Zerstört diese Kanonen um jeden Preis! Ihr habt Lord Megatron gehört! Decepticons, gebt Deckungsfeuer, während wir das Gebäude einnehmen! Oh, hier sieht Autobot abschießen so gut aus! Ups. Beginne Waffenküche. Was ist denn wieder einer? Ja, bis ich. Aber jetzt. Wir müssen diese Luftabwehrgeschütze verteidigen. Jetzt! Greift die Autobots an, solange sie abgelenkt sind. Du bist offline, Autobot! Waffenkühlung abgeschlossen! Du kommst weg! So wird's gemacht! Da, da oben noch! Ja, das kriegen wir auch hin. Was sind denn mit Fitschirm? Hier ist Zeta Prime. Da,
Kopfsteuerung. Jo. Nett. Man braucht ein Geschütz, um ein anderes auszuschalten. Megatron, die Steuerung wird überladen. Los, Decepticons. Dann mal ja weg hier. Jo. Das wäre fast unser Ende gewesen. Ich dachte, dunkles Endergott wäre auf unserer Seite. Nipp. Ruf die Bombe! Übermittle die Koordinaten! Brawl, hier ist Starscream! Deine Bitte wird abgelehnt! Ich lasse nicht zu, dass du noch mehr meiner Schiffe verschwendest! Sieh an! Seit wann sind es denn deine Schiffe, Starscream? Oh! Lord Megatron! Ich wusste nicht, dass ihr dort seid! Bitte um Luftunterstützung gewährt! Es wird jedoch etwas dauern, bis die Bombe euch erreichen werden! Ich fürchte, ihr müsst geduldig sein. Autobot-Verstärkung ist auf dem Weg hierher. Dafür wirst du bezahlen, Starscream. Ja. Decepticons, ja. Haltet die Positionen, bis die Bomber hier sind. Alle Waffen gekühlt. Alle Datenspeicher nach. Das Ziel soeben erledigt. Keine Überraschung. Ja. Das Fahrzeug lokalisieren. Sniper auf der Brücke, Megatron. Ach, kommt her, kommt her! Alle! Und der nächste! Und bam! Hey, die haben Schloss ohne mich! Okay, und jetzt sind sie die Drücken freigehalten. Was das? Haben wir sie besiegt? Nein! Die Autobots würden niemals. Gut! Als so schnell aufgeben. Das stimmt, Brawl. Jeder bleibt in Alarmbereitschaft. Gut, liebes YouTube, mein Essen ist fertig. Heißt für euch, ihr habt eine kurze Pause. Und zwar bis zum nächsten Stream, bis zum nächsten Part. Das werden heute mehrere scheinbar. Gut, dann wünsche ich euch noch bei YouTube einen schönen Abend. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, wenn euer. Und lasst mir bitte auch ein Abo da, wenn ihr bockig seid. Dann erfahrt ihr immer, wann ich das nächste Video hochlade. Wenn ihr mich live sehen wollt, habt ihr die Möglichkeit freitags ab 20 Uhr. Änderung vorbehalten. Das sogar live auf Twitch zu machen. twitch.tv/derhighphone. Wenn ihr Infos haben wollt, wann ich genau streame, dann könnt ihr das über Twitter, twitter.com/highphone und Facebook, facebook.com/highphone machen. Und Bockwurstnudel. Du kleiner Käsausschnudel. Der ist vielleicht dann auch da und der kann euch dann alle die schlimmen Sachen erzählen, die wir schon beim anderen Streamer gemacht haben. In diesem Sinne, haut rein, YouTube.